Es gibt Menschen, die sagen, Huub Stevens habe mehr für das deutsch-holländische Verhältnis getan als viele Politiker. Jetzt kommt der oranje-königsblaue Botschafter mit Schalke nach Hause und findet das nichts Besonderes. Für mich nicht. Für mich ist das ein Auswärtsspiel, so wie das in der Euroleague ist. Und dass es dann gegen Twente ist, das ist schön, weil wir brauchen nicht so weit zu reisen. Leuchtet schon ein bisschen in deine Augen. Die leuchten immer, wenn es heißt Spieltag. Ich freue mich sehr auf diesen Spieltag, endlich mal wieder Euroleague. Und so weit fahren wir ja auch nicht, sind glaube ich 100 Kilometer. Und ja, ich sag mal, Hooligans gegenseitig werden wir auch nicht erleben, da es ja auch eine Fanfreundschaft besteht zwischen Twente und Schalke. Von daher kann man sich auf einen schönen Fußballabend freuen. Was ist besonders gefragt in diesem Stadion, dass ja die Hölle von Enschede genannt wird? Ja, aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Da können wir schon mit umgehen. Wir sind das eine oder andere schon gewöhnt. Aber das sind nochmals ein Gegner, der dich fordert und wo es alles rausspielen muss, um eine Chance zu haben. Natürlich, ja. In so einer Hölle zu spielen und dann womöglich als Sieger rauszugehen oder mit einem sehr guten Resultat rauszugehen, ist natürlich umso schöner. Aber ich denke, dass dann die Woche drauf auch hier auf Schalke eine Hölle sein wird und die wird dann blau-weiß sein. Was weißt du über den Gegner? Ja, ich weiß, dass sie ein paar gute Spiele haben, dass sie in der Liga einen Punkt hinter dem Ersten sind und jetzt am Wochenende auch bei PSV Eindhoven auch 6-2 gewonnen haben. Was natürlich schon sehr aussagekräftig ist. Also da wird man als Abwehr natürlich sehr gefragt sein, aber ich bin trotzdem da sehr zuversichtlich, weil wir ganz einfach auch auswärts bis jetzt auch in der Europa League immer gute Spiele gemacht haben. Das ist eine kompakte Mannschaft, die gut organisiert spielt und natürlich viele Fähigkeiten nach vorne habe. Aber ich habe auch Sonntag einen ganz schlechten Gegner gesehen, der defensiv nicht gut stand. Und von daher hoffe ich, dass wir es etwas besser tun an PSV Eindhoven. Aus der Kompaktheit gut nach vorne spielen, unsere Konter auch versuchen zu nutzen. Und ja, einfach wieder, hoffentlich mal wieder durch ein frühes Tor Selbstbewusstsein ergattern. Einer sitzt da auf der Bank, der gehört auch zu den Ikonen von Schalke 04. Das ist Juri Müller als Co-Trainer. Hast du mit dem überhaupt Kontakt gehabt in letzter Zeit? Nein, er hat mich nur, glaube ich, eine SMS geschickt, wie es so kalt war. Wollte sie, glaube ich, hier nochmal unsere Platz nutzen. Und da habe ich mal nicht auf reagiert, weil das war besser so, denke ich. Denn am Ende denkt der oranje Botschafter immer komplett königsblau.